Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Things Blitz, Folge 78. Ja, Update 4.2 ist draußen, es gab einige Änderungen. Erst einmal, Panzerzeige ist wieder drin. Finde ich cool, ich habe jetzt noch 80 von gar irgendwie vielen. Was ich wiederum ganz und gar nicht gut finde, ist, was die mit der armen Grille angestellt haben. 1700 Strukturpunkte mit meiner Aufrüstung, 1785. Knapp 100 PS weniger. Das Geschütz kann sich nicht mehr so weit drehen. Es ist ein Trauerspiel, was sie mit der armen Grille gemacht haben. Was wiederum gu auch gut ist, ist, dass es eine neue Karte gibt. Hier, Marinefront hatte ich ja schon gezeigt. Und ja, die niedrigen Tiers, die ersaufen gerade in Baguette-Panzern. Also die neuen französischen mittleren Panzer. Vor allem im AMX 38 und dem R35. Also dem Renault 35, dem AMX 38. Und hier ist die AMX 40 Ente. Die ist so süß. Mäck. Die ist so niedlich. Mäck, mäck. Ich hatte es vorhin einmal, da waren insgesamt 8 Enten im Team. Und da haben mindestens 5 Spieler mich eingeschlossen, haben dauernd Quark in den Chat geschrieben. Das war total niedlich. Naja, der AMX 38 habe ich auch schon mehrere von zerstört. Ich habe so das Gefühl, dass er brennt gerne. Sagen wir mal so, er brennt gerne. Nach vorne kann er durchaus was abprallen lassen, auch im Anwinkeln. Aber er brennt gerne. R35, AMX 38, AMX 40. Alle mehr oder weniger gut gepanzert. Die AMX 40 ist ein kleiner Bunker. Und sind da alle sehr langsam und halten aber auch viel aus. AMX ELCB, das ist der erste, was ich vom Forum lese, der wird in den höchsten Tönen gelobt, soll sehr schnell sein, sehr guter Aufklärer und wird auch selbst, wenn er direkt am Feind vorbeifährt, nicht aufgeklärt. Darüber hinaus ist er so flach, dass man bei schweren Panzern direkt ganz nah ranfahren soll, weil es teils so ist, dass die dann nicht den Turm nicht weit genug runterkriegen, um zu treffen. Naja, ich bin gerade so auf dem Trip, will die niedrigen. Oh ja, Tier 4, was sonst. Und will die niedrigen Tierpanzer auf Panzerast bringen. Ist mir auch schon beim Chrysler 4, Su-76, T-40, M3 und Kehoe zuletzt gelungen. Jetzt will ich das mit dem T-46 fortsetzen. Und ja. Das hier ist der AMX 38. Wie gesagt, den fahren gerade alle. Das hier ist ein AMX 40, die Ente. Ich muss mal gucken. Wenn ich die Ente irgendwann fahre, dann will ich bei jedes Mal, wenn sie den Abschluss macht, einmal dieses Quack-Geräusch einblenden. Das ist total niedlich. Man muss ja ganz ehrlich sagen, schön ist die Ente nicht. Aber mit diesem Entengeräusch, das ist die so niedlich. Das ist einfach so ein süßer Panzer. Ich mag die richtig gern. Es sei denn, man steht dem gegenüber dann. Boah. In der Bugwanne schafft man sie. Wenn man zum Beispiel im Hetzer schafft man sie in der Bugwanne mit einer 7,5er. Aber darüber, also in der abgerundeten Oberwanne, das kann schon kritisch werden. So, genug geredet. Gehen wir mal hier an den Ernst des Lebens. Oh, was ist das denn für ein Geschütz? Ich werde, da wird mir ja übel bei. Also von der Feuerrate gefällt mir das Ding schon mal sehr. Polter die Boing. Uah. Schnelldeckung. Och, Jungchen. Wie schlecht ist denn der Geschützrichtwert? Das ist ja traurig. Sehr schön. So, was steht denn da hinten? Ach, probieren wir es einfach mal. Okay, ich lass doch lieber sein. Wobei der A20, der so wie der Entdeckung ist, scheint er mir hier hinten allein zu sein. Hätte er hier hinten Verbündete, würde er offensiver agieren. Ich muss sicherlich bloß die Klappe gehalten. Ist gut, ist gut, ist gut. Der campt doch dann wieder auf dem Hügel. Oh, Junge, bitte, du bist ein leichter Panzer. Zumindest auf dem Papier, also benimm dich auf jeden Fall wie einer.
Und sowas nennt sich Clanspieler. Yes, so ja. Na los, rauf da. Ja, das sieht man. Was fahren wir dann jetzt mal? Die Masch wo, ist das hier ein Zugauftrag? Auf Zugauftrag habe ich jetzt keinen Bock, überspringe ich mal. Husch, husch. Dann nötigt mich das Spiel jetzt so mehr oder weniger dazu, Grille zu fahren. Okay, Minen, erstmal keine schlechte Karte. Übrigens, was die neuen französischen Panzer angeht, ich werde die noch nicht fahren, weil aktuell ist ja wieder so ein Hype drum und jeder fährt die. Und ich habe mir angewöhnt, den Hype erstmal abzuwarten und dann irgendwann später, wenn sich das Eis ganz wieder gelegt hat, dann anzufangen. Hat natürlich auch einen Nachteil, weil jetzt, wo die ganzen französischen Panzer noch ganz neu sind, ist es auch entsprechend einfach, Panzerass auf denen zu machen, weil man eben kaum was leisten muss, weil eben auch noch kaum Vergleichswerte da sind. Panzerass wird ja, soweit ich weiß, danach berechnet, dass man besser sein muss als eine gewisse prozentuale Anzahl aller Spieler, die auf dem gleichen Panzer über eine gewisse Zeit hinweg ja, auch entsprechende Leistung geschafft haben. Und man musste halt besser als sie sein. Und ist ja klar, wenn der Panzer noch ganz neu ist, dann ist die Konkurrenz, die da viel geschafft hat, entsprechend gering darauf. Und ich verpenne hier gerade vorher wieder, weil ich so viel laber. Hab mich sowieso wohl nicht wagen, da hinzufahren. Nee, wagt er nicht. Ah, ich halte lieber die Klappe. Noch wissen sie ja nicht, dass ich hier bin. Ach komm schon, das kleine Stück kannst du auch noch fahren. Fahr? Ja, fahr. Ja, noch ein Stückchen. Ja, das machst du nur, um mich zu ärgern. Sehr schön. Immerhin hat die Grille nichts an ihrem Schaden einbüßen müssen. Und die nehmen wir hinten inzwischen mal ganz gechillt die Basis ein. Schönes Ding, Waffenträger. Wir müssen sie nur unter Feuer halten. Alles Weitere erledigt das Team da hinten. Und noch einer. Wobei das hier jetzt nicht so gut aussieht. Oh je. Sehr schön. So habe ich mir jetzt vorgestellt. Sehr schön, Waffenträger, sehr schön. Da haben wir gut geholfen. 4-2 hier und ich fahre jetzt nochmal nach vorn. Aua. Okay, das könnte noch knapp werden hier mit der EN-100. Sorry. Mist. Ey! Sauerei, sowas. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so viel Schaden macht. Kommt die 54? Umkurv ihn doch, du Flasche! Oh, das ist. Sorry, Leute, wer agiert gerade dümmer?
Das ist ja nicht zum Aushalten. Oh. Da guck ich mir gar nicht länger an. Sehr schön Waffenträger. Oh, der Waffenträger gefällt mir. Der macht das echt gut. Das ist ja einfach nur schrecklich. Ich meine, ich habe auch nicht hier unbedingt so gut gespielt, aber was machen die beiden da? Wow. Gut gemacht. Aber der Auftrag ist damit nicht erfüllt. Aber immerhin ganz gut Schaden gemacht. Ja. Da kriegst du mal ein Lob drauf. Ist gut gespielt. Lob. Effektiver Spieler. So. Ich habe mein Lob vor den Beschwerden aufgebraucht. Das ist ja irgendwie auch. Da will irgendwer was. Nee, da hat er keinen Auftrag erfüllt. Das war hier. Drei AM, allein drei AMX, du hast im Gegner-Team und zwei bei uns. Da hat man mit dem T-Sacrifice natürlich das Nachsehen. Vorhin bin ich noch dort in T3 gelandet, weil da auch noch alle beim AMX 38 waren. Jetzt haben sie alle in AMX 40 und deswegen kommt man in T4 rein. Vielleicht sollte ich mir mal das Vergnügen machen, ja, mal meinen B2 aufzupacken. So. Was auch lustig ist, dass die AMX 40 aus der gesamten Reihe der einzige mittlere Panzer ist. Alles andere sind leichte. Womit die Bataillon 25 TAP und Bataillon 25 T bislang auch die einzigen, wirklich, Panzer sind, die auf T9 und T10 auch leichte Panzer sind. Nicht, oh mein Gott, darfst du auch Rommel sagen. Ich bin bescheiden. Ach, fick dich. Fotze. Was ist das? Ah ja, B2. B2, da bist du. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich hier reißen kann. Ich glaube nicht, dass er der AMX 40 irgendwie gefährlich werden kann. Aber interessant wäre es zu wissen, inwiefern die Ente mir gefährlich werden kann. Alles weitere sind ja vertraute Gegner. Covenanter M5 Steward, bei dem muss ich einfach nur aufpassen, dass sie nicht neben mich kommen. Die R20 muss ich aufs Geschütz gucken. Und BT7 hat jetzt eigentlich keinen Gegner. Irgendwie gar keiner da.
Haben alle keinen Bock. Was macht die Ente denn? Der. Das stinkt nach Ente oder BT7-Arty. Einer von beiden war es. Vermutlich Ente. Noch eine Ente. In Gottes Namen. In Gottes Namen. Nein, irgendwie nicht. Auch nicht. Ach, so wird das nichts. Das läuft irgendwie alles nicht so, wie ich es geplant hatte. Und irgendwie bin ich hier Team auch keine. Ach, ich fahre hier mal weg. Ich helfe hier auch keinem. Sehr schön. Glück gehabt. Das war die Kette. Endlich mal was, was ich hier schlagen kann. Oh, ab. Oh, die BT7-Art, die ist schlimm. Die nervt einfach nur. Ach, guck an. Naja, ich komme mal hinter. Oh shit. Ich komme. Wahrscheinlich zu spät. Das ist das Schlimme in der Ente. Man kann sich prinzipiell, wenn sich zwei Enten gegenüberstehen, da kann man sich prinzipiell wissen und sein Nimmerleins Dach beschießen und es passiert nichts. Yay! Der Schlag. Och, komm schon. Ich schieß dir ins Heck, verdammt, da hast du gefälligst zu schlagen. So, jetzt aber. Auf diese Scheißente zu erfassen. Geh mir aus dem Weg. Oh, geh mir aus dem Weg. So, jetzt. Das ist echt lustig, wie viel Abpraller man allein so erhalten kann. Das war HE. Offenkundig. Einfach weg hier. Mist. Dass einfach schon mal ihn los wird. Das macht nämlich vieles einfacher. Shit. Muss gucken, dass ich die Ente wegräume. Zeig mir nur den Hintern, mein Freund.
Zeig mir nur einen Hintern. Yes. Jetzt haben wir einige Sekunden Zeit, bis der nächste Schuss kommt. Glück gehabt. Das war Heat. Okay, ein würdiges Unentschieden. Auf jeden Fall ist mein Trefferquote hochgegangen. Jetzt habe ich kein Lob mehr. Ich habe kein Lob mehr übrig. Scheiße. Ja, ich denke, es reicht nicht für heute. Ich glaube, bei diesem nur AP-Gefecht werden auch schon die meisten wieder das Kotzen kriegen. Gut, wir sehen uns dann wieder mit Atlantic Fleet am Samstag, wenn alles klappt. Und bis dahin, euer Graustreif-Pummelkralle.